So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Ich dachte, wir machen doch noch eine neue Folge draus. Wir sind immer noch auf einer Route, und zwar auf der Route 3 unterwegs. Das ist eigentlich jetzt gerade nur dazu da, um Zahltag zu generieren. Wir müssen mal gucken, was wir kriegen. Wir brauchen Geld. Money, money, money. Ja, es bringt Geld, brauchen wir Geld. Wie gesagt, warum? Ganz simpel, zeige ich euch. Guckt mal da unten die dritte Mission, die dritte Missionszahl. Richtig. Wir haben aktuell 7. Uns fehlt also quasi nochmal die Hälfte. Jeder von diesen 10 G-Bussen kostet uns 300, mindestens 330.000. Ich kaufe den billigsten. Das ist der Iveco Urban Way, den wir jetzt auch gerade fahren. Den habe ich insgesamt, wie gesagt, 7 Mal. Und er ist der günstigste. Der teuerste ist, glaube ich, ebenfalls ein Iveco. Der MAN ist der teuerste. Als Langversion für 380.000. Der kurze kostet auch 330 oder 50.000. Wir haben noch einen MAN unterwegs irgendwo. Ich habe eine Route gebaut, die fast komplett einmal durch Seaside Valley geht, mit 153 Haltestellen. Die geht pro Strecke, glaube ich, einmal 9 Stunden. Die werden wir natürlich nicht fahren. Die ist nur dazu da, um Geld zu generieren. Ich hoffe zumindest, dass wir es hinkriegen, dass wir das planen. Er sagte momentan mit 10.000. Wenn wir sie einmal fahren auf 5 Sterne, dann hätte sie tatsächlich die Möglichkeit, die ganz, ganz viel Geld zu generieren. Aber wir werden sie nicht fahren, wie gesagt, weil ich auch nicht die Zeit habe, im Laufe des Let's Plays die Route einfach abzufahren. Das hätte man mal im Stream machen können, aber ich fahre keine 19 Stunden Stream, dafür habe ich auch privat keine Zeit. Wie gesagt, ich mache das Ding hier nur hobbymäßig, habe ich neben dem Job privat eigentlich gar keine Zeit, um hier 10 Stunden zu streamen. Ich bin kein großer Streamer, ich bin ein großer YouTuber, um Gottes Willen, ich habe etwas über 600 Abonnenten. Ich habe eine kleine Community, die tatsächlich hier den Bus-Simulator verfolgt, zum Beispiel den Bus-Simulator verfolgt, auch FIFA nebenbei verfolgt. Seht es mir bitte gerade einfach nach, dass ich nicht die Mega-Zeit habe hier. Mich da 10 Stunden dran zu setzen. Und die Luft habe ich auch gar nicht. So, einmal kurz hier abbiegen. Wie gesagt, wir sind im Ping-Pong-Modus. Warum Ping-Pong-Modus? Ganz einfach, der Modus ist so, also die Routen, alle meine Routen sind so gebaut, dass die Busse quasi einmal hin und einmal zurückfahren wieder. Weil wir, wie gesagt, mal Geld brauchen. Ja, wir haben jetzt aktuell auf dem Konto 270.000. Wir brauchen da also noch ein bisschen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, bald Bus Nummer 8 von 15 zu kaufen. Die Frage ist, wie zählt die Mission das? Ob die sagt, hab insgesamt jemals 15 Busse zusammenbesessen in diesem Spielstand? Oder besitze gleichzeitig diese 15 Busse? Das ist halt die große Frage. So, gucken wir mal, ob wir einen Zahltag haben. Der Zahltag. Was gucken wir, was er bringt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, gleich. Ich will mal kurz was gucken. Es macht viel aus schon mal. Ihr seht gerade 60.000 pro Zahltag. Gut. Dann haben wir schon mal das gemacht. Das bringt besser als dieses 12.000, 20.000. Das ist schon mal das Dreifache. Wir können nämlich gleich wieder Busse kaufen. Ich werde jetzt alle meine Routen einmal neu abfahren, zumindest bis auf die ganz, ganz große, um die auf Stufe 5 zu bringen, also 5 Sterne zu bringen. Oh, das Flackern, das irritiert übrigens gerade. So, willst du... Ihr könnt einsteigen. Ach, ihr wollt gar nicht mit. Warte mal, wollt ihr doch mit? Ja, ihr wollt nicht mit, weil hinter mir steht der Kollege, deswegen bin ich gerade noch ein bisschen irritiert.
Tag hast du mitgenommen, ich hab doch gewartet. Ach, so laut war das gar nicht. Ah, die Backe. Hier ist sie. So. Oh ja, ein Fahrgast mit ungültigem Fahrschein. Also, ergo ein Schwarzfahrer. Ja, man darf ja Schwarzfahrer ja nicht mehr sagen. Um es politisch korrekt zu nehmen, ist es ein Fahrgast ohne gültigen Fahrschein oder Fahrausweis. Ich muss jetzt gerade gucken. Nicht, dass ich da irgendwas erwische, was ich nicht. Was ich nicht soll. Aber merke, es macht tatsächlich schon was aus. Die Routen nicht im Dienst zu fahren, im Schleifenmodus zu fahren, sondern im Ping-Pong-Modus zu fahren. Dafür kriegen wir halt fast dreimal so viel Geld pro Zahltag. Wir sind mal vorher bei 20.000 gewesen, das wäre sehr lange gewesen. Jetzt sind wir bei mittlerweile fast 60.000. Es lohnt sich, es macht schon viel aus. Ja. Danke für den Tipp übrigens, danke an die Community. Ich versuche euch mit den Folgen natürlich zu helfen. Natürlich habe ich auch selber noch mal Fragen und ich bin froh, dass ihr mir so schnell geholfen habt. Und ihr müsst mich übrigens nicht. Es sind ein, zwei Leute dabei, die mich regelmäßig zuspammen mit irgendwelchen Fragen. Ich habe Angel Shores quasi komplett let's played. Falls ihr da irgendeine Frage zu irgendeiner Route habt, oder. Ich bin nur rechtzeitig geblinkt. Falls ihr irgendwelche Fragen zu irgendwelchen Missionen habt, die Folgen sind meistens mit der Mission. Benannt oder was da passiert, da könnt ihr gerne reingucken. Ihr müsst mich nicht wirklich jedes Mal, ich weiß auch nicht mehr alles. So, das ist viel. Ich brauche eine Fahrkarte. Du sollst eine Fahrkarte kriegen. Ich versuche ein bisschen vorzubereiten jetzt für die nächsten Tage. Ich habe nächste Woche gar keine Zeit zum Aufnehmen, größtenteils nicht. Zumindest vielleicht Sonntag. Mal gucken, je nachdem, was so ansteht. Hat den folgenden Grund: Meine Eltern kommen mich zu besuchen. Und normalerweise nutze ich immer die Wochenendtage, um aufzunehmen. Das schaffe ich jetzt natürlich nicht, diesmal. Na, ist ein Fahrgast, der die Tür blockiert. Ernsthaft? Geh mal rein da. Blöde Funz. Ich hasse Menschen. Ich hasse sowas. Zu. Weiter geht's. So. Okay, da war der Bus ein bisschen. Was habe ich jetzt alle Zeit gekostet? Da war der Bus ein bisschen. Irgendwo festgepackt. Wir sind offiziell zu spät. Liegt aber daran, dass wir das jetzt gerade ein bisschen Zeit gekostet hat. Wir müssen die übernächste. So, ich fahre jetzt hier ab. Der biegt nämlich auch rechts ab. Nee, der fährt gerade aus. Ich will den Grünen jetzt kurz überholen, weil mich das gerade ein bisschen nervt. So, einmal rechts abbiegen und dann fahren wir die nächste Route. Sobald wir hier den einmal durch sind. Wie gesagt, das ganz, ganz große Ding werden wir nicht fahren. Das ist einfach nur wirklich, um Geld zu generieren. Theoretisch müssen wir es auf Level 5 bringen, um das meiste Geld damit rauszuholen. Aber wie gesagt, dafür habe ich keine Zeit und keine Lust vor allem. Aber wir kriegen schon hin. Ach, da ist noch ein Rollstuhlfahrer dabei. Wir bringen die übrigen Routen auf 5. Und dann. Verdienen wir damit auch schon Geld. So, ich habe den Rollstuhlfahrer schon gesehen. Die Rampe steht auch schon draußen. Hi.
eine Fahrkarte, bitte. Ja. So, haben wir heute Fahrer rein. Und Türchen zu. Einmal aus dem Dingsmodus raus. Rappel wieder rein. Und dann geht's weiter. Wir sind schon mal 2 Minuten zu spät, deswegen mache ich jetzt keine Fahrkartenkontrolle. Könnte ich natürlich jetzt machen. Aber wir müssen vielleicht ein bisschen Zeit aufholen. Ja, hier heißt es Wasseraufbereitungsanlage. Im Spiel unten wird es als Kläranlage gemacht. Ist dasselbe in grün. Es irritiert noch manchmal. Wie gesagt, wo wir es damals mit der Riesengasse und der Goliath-Gasse hatten, das ist halt ein bisschen nervig. So, nächste Haltestelle ist die Kläranlage. So. Gutes Timing. Leider nicht perfekte Halteposition, weil das gibt auch wieder Geld. Gibt auch wieder einen Punkt. So. Hey. Ich bin auf einem Hof groß geworden. Manchmal vermisse ich das. So, Alpha-Gäste drin, Alpha-Karten verkauft, weiter geht die Reise. Muss ich denn jetzt hin? Muss ich dann drehen jetzt oder was? Ernsthaft? Ich hätte drehen müssen. Ich weiß, ich sehe den Fußgänger. So schön. Dann gehen wir, wollte gerade sagen, gehen wir wieder weiter. Blöde Frage, was. Oh ne, ich wollte gerade sagen, es ist Wasser. Was passiert, wenn ich im Bus im Wasser versinke? Scheiße, ich habe mich festgefahren, glaube ich, oder? Scheiße. Habe ich nicht. Geht noch. So, ein Bus hat mich Heckantrieb. Ach, Glück gehabt. Das ist aber scheiße, dass ich drehen muss. Ja, ein bisschen zurück. Wir müssen nämlich jetzt zurück zur Lagerhalle. So. Der Fahrgast muss aussteigen. Wir waren gerade an der scheiß Haltestelle. Ernsthaft jetzt? Ist das nicht die vorne, die Haltestelle? Ja, ne? Hat jetzt Pech gehabt. Ich ehrlich bin. Ich habe den Fahrgast nicht ignoriert, der geht mir nur auf. Muss ich jetzt nicht machen. So, ich kann rausgepackt werden. Ich baue sie jetzt, müsste da. Ich nehme sie doch nebenbei mit. Wer weiß, wofür es am Ende gut ist. Einfache Fahrt, bitte. So. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Das heißt, um die Busse zu kaufen, brauchen wir 5 Zahltage pro Bus. Wenn ich es richtig gerechnet habe. Wenn wir 60.000 pro Zahltag bekommen, bei 5 Zahltagen sind wir bei 300.000, also 6 bis 7 Zahltage brauchen wir. Grobe Richtung. Dann hätten wir zumindest. Wieso ist denn da eine Tür zu? Ich hau nicht zu. Ich fahr schon jetzt? Okay. Ich wundere mich, dass jetzt gerade schon wieder nicht alles. Okay, bitte mal sagen. So. Nächste Haltestelle ist die Putzmauergasse. Dann fahren wir zurück zur Zuckerfabrik und dann haben wir die Route einmal durch. Und dann fahren wir die nächste. Also, ich werde jetzt nach und nach versuchen, die Routen abzufahren, um die auf Stufe. Auf 100% zu bringen, damit generieren wir mehr Geld und dementsprechend werden wir dann auch natürlich mehr einnehmen und dann hoffen wir, dass wir da relativ zeitnah, das ist wie gesagt eine Mission, die uns langfristig jetzt noch beschäftigen wird mit den Bussen,
Wie gesagt, die Hälfte der Busse haben wir. Ich glaube, ich habe 7 jetzt mittlerweile. 17 die Busse. Ich habe tatsächlich auch schon im Berufsleben 10G-Busse gefahren, das ist Erdgas, ist das, ja. Wir haben bei uns auf dem Hof 4 stehen. Die sind aber nicht für... Ich habe sie tatsächlich einmal über Land fahren müssen. Und... Sagen wir mal so, die Busse sind nicht eigentlich nicht geeignet für weite Strecken. Das sind eher Fahrzeuge, die im Stadtverkehr eingesetzt werden können. Da ist es kein Problem. Oh ja. Die junge Dame braucht gerade ein bisschen Zeit. Dankeschön. So, bloß jetzt nicht da irgendwie noch einen Fußgänger mitnehmen. Zumindest nicht auf offener Straße, weil das kostet immer 20.000 pro Fußgänger. Blöde Frage, kann ich das ausstellen? War mich das gerade ein bisschen nervig, weil das einfach unnötig Geld kostet. Ich würde es eigentlich gerne während dieses Modus jetzt einfach mal ausstellen. Ich glaube, das machen wir gleich noch. Gucken wir mal gleich nach wegen Strafen. Die 20.000, das tut dem extrem weh. So, Haltestelle Nummer 8, das ist die vorletzte. Achso, da ist noch ein. Oh, wir haben wieder einen Zahltag, ja? Ich brauche eine Fahrkarte. Ein Fahrgast nicht mitgenommen? Ich habe Fahrgäste mitgenommen. 59.500 haben wir jetzt mittlerweile. So, eigentlich war der Plan das hier. Zero-Ticket, einfache Fahrkarte und gib ihm. Zu viele Fahrgäste. Die 5 Meter könnte auch rennen, eigentlich. Aber gut. Menschen sind halt nicht mehr so gut zu Fuß, die fahren dann mit dem Bus. Das kenne ich halt, wie gesagt, aus Berufsleben auch. Da sind Leute dabei, die fahren 2-3 Haltestellen. Ist okay, alles ist gut. Meistens sind das dann halt Leute, die nicht so mehr gut zu Fuß sind. Meistens ältere Leute oder halt auch Gehbehinderte. Und das meine ich nicht als Beleidigung. Das ist wirklich so. Dann ist das aber auch nicht schlimm. Das sehe ich doch. Das sieht man, sehe ich den Leuten halt auch ein bisschen nach, dass sie dann sagen, okay, ich lieber den Bus nehmen. Da bin ich dann tatsächlich auch so jemand, okay, sage, wenn diese Person wirklich nur 2-3 Jahre schauen, ich sehe diese Person, es kommt immer drauf an, wer da vor mir gerade steht, dann sage ich, komm, pff, kostenlos. Bis heute sind da jetzt einen halben Bus dackeln. Das sind meistens die, die mit dem Rollator unterwegs sind, die halt, den sieht man das auch an. Da sage ich auch, komm, setzen Sie sich hin und ist okay. Brauchen Sie jetzt nicht nach vorne zu kommen, weil jetzt A natürlich auch viel zeitintensiv ist. Ja, das kann mal so 2-3 Minuten dauern, bis die hin und her sind. Das kostet natürlich auch Zeit für den Fahrplan. Und da kann man auch mal sagen, komm, verzichte mal auf die 2 Euro knapp und sage, fahr kostenlos mit, ist in Ordnung. Ist, wie gesagt, immer die Frage, wer steht da vor einem, wie reagiert diese Person drauf. Deswegen ist ja dann auch nicht tragisch. Ist ja nur eine nette Geste. Ich mache das natürlich nicht. Ich gehe da natürlich nicht jedes Mal irgendwelche Leute kostenlos mitnehmen, um Gottes Willen. Das mache ich normalerweise generell nicht. Oder mache ich normalerweise nicht. Das ist halt nur Ausnahme. Deswegen. Ich habe schon Leute gehabt, die vor mir gestanden haben. Ey, ganz ziemlich kostenlos von da, von Start bis Endposition. Das sind so 45 Kilometer eine Linie, bei den meisten. Kannst mich da kostenlos mitnehmen? So, nein, mache ich nicht. Wofür? Jetzt kann man nochmal schnell Fahrradkontrolle machen. Ja, wir sind jetzt kurz vor der Endhaltestelle. Oh, da haben wir doch noch einen. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Und noch einer. Ach, was soll's. Ich habe keine Fahrkarte. Tut mir leid. Ja, ist halt. Dann zahlen sie halt 120 Euro. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Nee, hast du nicht. So. Ja. So.
Und hier, du hast noch eine. Und die Dame mit dem Mut, hat die vielleicht auch noch eine? Ja, die hat eine. Gut, wir sind kurz vor der Stelle und deswegen finde ich das gerade ein bisschen einsichtig zu kontrollieren. Aber egal, machen wir noch. Gerne. So, das war's von der Route 3. Einmal im Ping-Pong-Modus. Die haben wir jetzt einmal rechts abgefahren. So, halte ich ja, kann sogar ausgebaut werden. Geht sogar das Haus noch? Stell, da fällt mir gerade auf. Finde ich gar nicht so schlecht, dass wir die generell im Ping-Pong-Modus bauen. So, wir sind jetzt bei 100%. Dementsprechend macht sie auch richtig Geld. Wir hüpfen von der Route 3 mittlerweile jetzt auf die 5. Genau. Die kostet uns 23.000. Ja. Warte mal. Ich guck mal. Die fahren wir dann tatsächlich mit einem anderen Bus. Die müssen zur Westspeiche. Ja, Moment, Westspeiche ist hier. Schnellreise. Wir gehen mal rüber zur Westspeiche, weil da findet unsere nächste Route statt. Das wäre dann die Route. Warum habe ich den Bus jetzt mitgenommen? Westspeiche. War ich jetzt nicht der Plan an der Sache. Upsi. Gut. Der Bus nämlich weg. Route 5. Ja. So. Gut. Liebe Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mal Bus Simulator 21 und dann fahren wir mal die Route 5 im Ping-Pong-Modus und versuchen da auch ein bisschen Geld mit einzunehmen.